Schluss noch ein bisschen Kinski-Kult. Je später der Abend war die erste Talkshow in Deutschland überhaupt. An einem jener Abende im Jahr 77 war Klaus Kinski zu Gast. Ein Interview, das von sich reden machen sollte. In Deutschland, oder so wie wir es eben gesagt haben, bei der Abgrenzung in der Bundesrepublik. Danke. Ist ruhig geworden um Sie. Das sind das lieb? Das ist Unsinn, was Sie da geredet haben. Ich meine, es ist nicht so ein Unsinn. Ich meine, es ist Unsinn. Es hat keinen Sinn, mein, was Sie gesagt haben. Weil ruhig, Sie können nicht. Erstens bin ich nie danach so geil gewesen, Schlagzeilen zu machen. Außerdem, man kann nicht Schlagzeilen machen in Amerika, wenn man. Im Allgäu ist zum Beispiel nicht. Ja. Also ich verstehe nicht, warum Sie sagen, na klar ist es da ruhig, wo Sie sind, wo Sie nicht sind. Es ist ruhig um Sie. Abgesehen davon kann ich nicht mal mich noch mal darüber beschweren, weil es war nicht mal da ruhig, wo ich nicht war. Über mich haben sich die Leute das Maul zerfetzt, sogar wenn ich nicht da war und Geschichten erfunden. Aber ich meine, eben, ich wiederhole noch mal, selbst wenn ich nicht danach so wild bin, So ist die Aussage von Ihnen vollkommen sinnlos, weil ich weiß nicht, was Sie mir sagen. Es war auch weniger als Aussage gemeint, denn als Frage. Also ich sage das gerne noch mal deutlich und es lag überhaupt kein Vorwurf drin. Nur wenn ich Sie richtig verstanden habe, Herr Kinski, vielleicht habe ich Sie auch falsch verstanden. Das ist sogar sehr möglich. Aber wir werden das jetzt gemeinsam. Die meisten Menschen verstehen sich falsch. Lassen Sie uns mal den Versuch wenigstens machen, ob wir es nicht schaffen, uns vielleicht in dem Punkt doch richtig zu verstehen. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, auch in Ihrem Buch. Hast du das gelesen, mein Buch? Ich habe das gelesen. Wie heißt das? Das heißt, ist die Frage jetzt ernst von Ihnen? Im Ernst? Dieses Buch heißt, wenn ich mich recht erinnere, es sei denn, Sie hätten mehrere geschrieben. Also das, was ich gelesen habe, heißt, ich bin so wild nach deinem Erdbeermodus. Und ist geschickte Ware. Und ist erschienen bei... In welchem Verlag? Nee, das muss man eigentlich nicht wissen, weil man braucht eigentlich nur nach dem Buch zu fragen, was kommen will. Aber ich habe dem Verlag versprochen, dass ich es immer wiederhole heute. Wir haben es jetzt gesagt. Und das ist ja erschienen, wenn Sie es nicht wissen, im Verlag Rogner und Bernhard. Und ich kann Ihnen sagen, was Herr Kinski jetzt noch sagen wollte. Er wollte sagen, dass die Leute dieses Buch kaufen müssen, weil es eines der besten Bücher ist, was man überhaupt kaufen kann. Nicht müssen, keiner muss irgendwas. Also ich will das bestätigen, ich muss nur dazu sagen, vergleichsweise... Ich erwarte nur, dass es alle kaufen. Bei dem, was ich gelesen habe, also es gibt zwei, drei andere noch, die auch ganz gut sind, an Büchern, ja, auch, nicht von Ihnen. Ja, klar, es gibt unheimlich viele Bücher. Deswegen kann ja meins trotzdem gut verkauft sein, nicht? Also sagen Sie, es könnte ja vielleicht ganz dienlich sein, wenn wir also doch diesen einen Punkt, Herr Kinski, aus dem Inhalt nochmal nehmen. Wenn ich da was richtig verstanden habe, ist doch eigentlich, dass bei Ihnen... einen Zeitpunkt gegeben hat, an dem Sie selbst gesagt haben, die Art, in der ich bisher gelebt habe, meinen Beruf aufgefasst habe, das habe ich irgendwie kapiert, dass das falsch war. Ich will was anderes anfangen, ich will ruhiger und auch anders leben. Ja, und das sehr bewusst. Ja, okay, das haben Sie nicht so falsch verstanden, aber das Buch ist wie jedes solcher Bücher, jedenfalls wenn es von mir geschrieben worden ist, ist im Telegrammstil geschrieben. Das heißt, man kann nicht alles sagen, was man sagen müsste, sonst würde es eben 300.000 Seiten lang werden, das Buch. Und es war auch 3.000 Seiten lang und ich habe das fast weggeschmissen, weil das ist zu dick. Und also, man muss nur, es kommt auf die Interpretierung an, nicht? Von Sachen, die man sagt. Das heißt also, man muss bei allem, was so schnell und so im Telegrammstil gesagt ist, muss man zwischen den Zeilen lesen, nicht? Auch. Das heißt also, die sagen, mein Beruf aufgefasst und so. Dabei habe ich ausgelassen den Kommentar oder die Unterhaltung, die Diskussion darüber, was eigentlich Beruf dabei ist und was nicht Beruf ist. Verstehen Sie? Das wäre eine lange Geschichte, die alle Leute wahrscheinlich vor allem in den dicken Kopf kriegen würden, wenn man darüber jetzt reden würde, weil es nie aufhören würde. Ich habe gesagt, ich habe die Schnauze voll davon, von dem, was ich gemacht habe. Das heißt aber nicht,
dass ich so wahnsinnig an Minderwertigkeitskomplexen leide, dass ich nur behauptet habe, dass ich nur Scheiße in meinem Leben gemacht hätte. Verstehen Sie? Das glaube ich. Meine eigene. Das ja. ist meine. Das aber Kinski, das glaube ich, hat eine, keiner. Also weder eine Konfrontierung mit mir selbst. Das heißt, das war. Das war wie ein Selbstgespräch, verstehen Sie? Ja. Es ist Beruf oder nicht Beruf, das war die größte Auseinandersetzung, die dabei die wichtigste, die mich betroffen hat dabei, eben das, was man nennt, Schauspieler zu sein, war, was war danach zu suchen, was das eigentlich bedeutet, verstehen Sie? Also nicht so sehr stimmt das, was Sie ohne Ihre Schuld dabei so verstanden haben. Nicht, stimmt nicht, dass ich eines Tages auf die Idee gekommen bin, dass ich meinen Beruf oder wie auch immer meine Betätigung falsch ausgeführt hätte. Das wäre Unsinn, wenn man das so verstehen würde. Sondern dass ich seit langer Zeit danach gesucht habe, was ist eigentlich, warum man eigentlich sowas macht. Überhaupt, wie auch immer. Verstehen Sie? Mhm. Das heißt, das schließt all die Antworten und Fragen ein, nicht? Ich meine, ich brauche, es ist einfacher, mich auf ein anderes, auf ein Beispiel zu beziehen. Zum Beispiel hat Werner Krauss einmal, ich beziehe mich noch nicht auf Beispiele, weil es mangelt mir nicht an Beispielen von mir selbst, aber es ist einfacher jetzt, gefragt, als er anfing, Filme zu drehen, was können Sie? Und er hat gesagt, alles. Nicht? Also es schließt dabei auch ein, diese dumme, wirklich beschränkte Uniformiertheit in Deutschland von den Zeitungen, dass einer von dem anderen diesen Kasernhof-Jargon übernommen hat, der vom Dienst oder der vom Dienst oder der Verbrecher vom Dienst, Mörder vom Dienst, und Quatsch. Also ist mir heute eingefallen, als wir da über die Autobahn fuhren, wir sind nicht gerade da vorbeigefahren, aber es muss da irgendwo gelegen haben, irgend so ein Ort, wo ich nach dem Krieg, als ich also nach Deutschland kam, zurückkam, man in der Zeitung geschrieben hatte, der jugendliche Komiker. Gut, Sie lachen darüber, weil ich meine, für mich ist es gar nicht so absurd, es ist mir scheißegal, jugendlicher Komiker zu sein oder Mörder vom Dienst, wie die Deutschen sich so, deutschen Zeitungen, weil die so ausdrücken, zu sein oder das oder das oder das oder das zu sein. Es ist nur, ich könnte dieselbe Antwort geben, nicht alles. Verstehen Sie? Je nachdem, was man dafür bezahlt und wie, wenn jemand danach fragt, ja, wieso ist man das und das und das und das, dann wird es immer wieder dieselbe Unterhaltung, dass man sagt, dass man einem anderen versucht zu erklären, wenn man wirklich Schauspieler ist, so hat man, so ist man alles. Verstehen Sie? Und man kultiviert oder man bringt zur, sagt man, zum Wachsen in sich das eine oder andere stärker und vernachlässigt das, was es nicht sein soll. Wissen Sie, Kinde, von dem man sagt, dass er, eben wenn man ihn nicht kennt, jetzt wer der zuhört oder zusieht, dann werde ich dazu sagen, also dass man, der englische Schauspieler, von dem man behauptet hat, dass er einer der größten Schauspieler aller Zeiten war, hat gesagt, dessen Rolle Sie spielen sollten. Irgendwann. Den ich in Paris spielen sollte, den ich gespielt habe, weil Sartre nicht wollte, dass man sein veraltetes Stück umändert. Also, der hat gesagt, ich spiele nicht, ich bin das. Verstehen Sie? Mhm. Und deswegen bin ich nichts. Und er ist sein ganzes Leben lang davon, von dieser Qual zerrissen gewesen. Und ist auch eben im Alkoholismus geendet. Ich will damit sagen, man muss nicht im Alkoholismus enden, man muss nicht das und das. Ich will nur sagen, für mich war die Suche danach viel wichtiger, oder überhaupt nur der Grund, warum ich das gesagt habe im Buch, was Sie wiederholt haben. Warum bin ich das? Verstehen Sie? Weil es qualvoll und weil es für mir sinnlos erschien, weil es ungesund ist. Ja, malsain, insane. Ungesund, es ist einfach ungesund. Ich möchte mit der Frage doch in eine andere Richtung. Ich wollte wirklich nicht... Es ist wirklich ein bisschen witzig ungesund jetzt, aber ich meine, es ist im Grunde ist es viel, will ich sagen, bedeutet es viel mehr, was ich sagen will. Ja. Es ist, ich wollte einfach... Ich will genau in die Richtung, Herr Kinski, lassen Sie mich an der Stelle fragen. Ich wollte überhaupt nicht auf all diese beknackten Klischees mit dem Bösewicht vom Dienst und so. Es ist wirklich, das hat man nur oft genug lesen und hören und sonst was diskutiert haben. Ich wollte was anderes wissen. Nochmal, wenn ich Sie richtig verstanden habe, in diesem Buch ist doch einer, auch aber eine andere. Damit komme ich nicht klar. Ich kriege dafür kein Geld. Dafür nicht. War zu spät. Ihr habt mir die Sendung zu spät angeboten. Danke. Wenn ich das richtig verstanden habe, nochmal mit der Vorbemerkung. Ich glaube, ich weiß sogar, auf welcher Seite ich das gelesen habe. Ich kann es noch sagen. Sie gesagt haben, ich bin so voll von Liebe, dass ich es immer wieder ausströme. Also jetzt mit meinen Worten, nicht mit Ihren. Die Frage, die mir geblieben ist, wenn man verfolgt, wie die Reaktionen eigentlich auf Sie sind,
vielleicht aus Ihrer Sicht von dummen Menschen, ja, Moment, dann haben Sie doch sehr viel Liebe gegeben, ja, und offenkundig aber sehr wenig empfangen. Sie müssen mir, sonst ist es nicht fair, eine Unterhaltung, wo auch immer, vor der Öffentlichkeit, vor, weiß ich was, 10 Millionen, 20 Millionen Menschen oder allein in einem Zimmer. Es wäre nicht fair, wenn man nicht dem anderen zugestehen würde, immer sofort wieder zu unterbrechen und zu fragen, um die Frage richtig zu verstehen und richtig zu beantworten. Was meinen Sie denn eigentlich mit der und der Frage? Ich glaube, es wäre sehr gesund, wenn man sich überhaupt auf diese Art und Weise unterhalten würde, weil dann wären die Missverständnisse würden nach und nach vielleicht ausgeschaltet werden. Lassen Sie uns das jetzt ausräumen. Wo liegt unser Missverständnis? Ich wollte Sie fragen, ja. was meinen Sie damit? Das ist schwierig. Ich habe versucht, Sie sinngemäß zu zitieren. Jetzt fragen Sie mich, was ich damit meine. Das verstehe ich nicht. Nein, Sie möchten Ihre Frage. Wiederholen Sie Ihre Frage. Nein. Was meinen Sie? Sie haben Sie nicht hier hingesetzt. Das ist Unsinn, ob klatschen oder nicht klatschen. Es ist Unsinn. Sie haben nicht hier hingesetzt und haben ein Selbstgespräch gewählt. Sie haben diesen Satz von mir, wenn auch nicht ganz präzis, aber es ist egal, sinngemäß wiederholt, um mir eine Frage damit zu stellen, um eine Antwort zu erfahren, ja, von mir. Das will ich gerne noch mal tun. Und ich bitte Sie, die Frage zu wiederholen, weil ich die Frage so nicht beantworten kann. Nein, meine Frage ist, dann war das nicht deutlich, Herr Kinski, meine Frage war, wenn es so ist, dass Sie von so viel Geben an Liebe auf diese zum großen Teil dümmlichen Reaktionen gestoßen sind. Also ist dann nicht Ihr Geben an Liebe immer sehr viel mehr gewesen als das, was Sie empfangen haben? Ich habe Sie zu schnell unterbrochen, das war meine Schuld. Aber ich weiß jetzt, was ich Sie, in welchem Sinn nach ich Sie unterbrechen wollte. Sie haben gesagt, wie man auch immer darauf reagiert hat. Wer? Das ist nämlich die Stichfrage. Ich meine zum Beispiel das Publikum bei Ihren Tourneen. Dieses Publikum, was Sie ja doch großenteils Publikum geärgert, ich will nicht den Deutschen größere Elogen machen, als ich jedem anderen Publikum mache, aber ich muss dem deutschen Publikum heute hier, da hier hoffentlich uns viele zusehen, sagen, dass das deutsche Publikum eines der großartigsten und fantastischsten Publikum ist und speziell in meinem Fall war. Jetzt habe ich wieder das Mikrofon gehauen, hat er mir extra gesagt. Also das, haben gesagt, er soll das sich auf die Seite noch tun. Nein, aber das so weit übersteht es. Also gut. Ich weiß gar nicht, worauf Sie hinaus wollen. Na Moment, ich will Ihnen gleich vorausgreifen, damit wir nicht so viel Zeit verlieren mit Dingen, die nicht stimmen. Außerdem sind die alle nachweisbar. Ich habe. Also, ich habe auf den Tourneen. Das ist auch wieder sein Witzbold. Na, er ist doch dabei. Ja, aber ihr habt doch alle die Leute verarscht, da gar nicht. Nein, das glaube ich nicht. Mir hat gerade hinter der Bühne jemand erklärt, dass die Leute sich unheimlich danach drängeln, hier zu sitzen und ich hoffe, das Maul zu halten, weil nämlich sonst gehe ich weg und die Show ist ja dafür, dass wir hier sind, oder? Na also, dann seien Sie doch gefälligst ruhig. Sie sind nämlich einer von diesen Leuten, über die der Herr Münchhausen oder wie Herr Münchenhagen das Ganze reden will. Ich werde Ihnen mal etwas sagen. Ich werde Ihnen etwas sagen. Ja. Sagen Sie es mir stellvertretend. Ja, okay. es war damals die letzte Tournee, nicht die letzte, aber eine von den letzten Tourneen, die ich gemacht hatte, war die Tournee mit den Monologen, klassischen Monologen. Ja. Im Berliner Sportpalast von 4.500 oder 5.000 Zuschauern, also wie der große Sportpalast war, für den Fall, außer bei Radrennen ist er ein bisschen größer, haben also bis morgens um 2 musste ich die Monologe immer wiederholen, weil die Leute bis morgens um 2 nicht nach Hause gegangen sind. Das ist also ohne, ich leide weder an einer falschen Wahrscheinlichkeit noch an Größenwahn, aber das ist einfach eine Tatsache. Das gibt es nicht, ein Beispiel dafür. Einer war besoffen und wollte die Vorstellung stören oder wurde rausgeschmissen. Und die irgendwo andere, besoffen oder nicht besoffene, gleichartige Idioten, haben das als ein Alarmsignal empfunden und haben versucht, woanders zu stören. Einer von denen ist der jetzt, der versucht hat, hier zu stören. Aber hier würde er auch rausgeschmissen werden. Und ich muss also Ihnen sagen, ich war sogar ziemlich schlecht organisiert. Die Rolling Stones sind viel besser organisiert, als ich es war. Weil die lassen die nun wirklich gleich zusammenschlagen. Von den Hell Agents. Und ich finde es auch richtig, weil nämlich jemand, der eine Show macht, ist der Boss. Und jemand, der bezahlt, und ich respektiere das ganz genauso, wenn ich Zuschauer bin und finde, ich habe nie in meinem Leben darüber diskutieren müssen. Ich habe niemals, wenn ich einen Husten hatte,
bin ich zu Hause geblieben. Ich habe nie gewagt, nicht nur den auf der Bühne, sondern auch den neben mir nicht zu stören. Das ist eine Erziehungsfrage, verstehen Sie? Eine Frage, wie man sich benimmt. Ja. Das heißt, wenn jemand eine Show schaut... Ja, okay. Dankeschön. Wenn jemand eine Show stört, welche Show auch immer, die Show, weiß ich was, in einer Kirche oder im Parlament, wo auch immer, auf dem Fußballplatz oder im Zirkus, wenn man auf dem Seil langläuft, wo man extra einen Trommelwirbel macht, damit der nicht gestört wird. Sie wissen, wir kennen das alles, nicht? Das ist also allgemein bekannt, nur nicht immer ununterbrochen erklärt. Dementsprechend verteidigt oder als selbstverständlich empfunden. Also, wenn da jemand stört, dann wird der... Oder in der Oper irgendwo, wo livrierte Leute stehen. Nicht? Also es gibt, es ist einfach, es wird eigentlich akzeptiert, dass jemand stört. Verstehen Nein, Sie? Es ist nur so, wie sagt man, es ist nur so gratis. Es war nur so gratis. Ja. Wir waren nur viel zu gutmütig. Verstehen Sie? Ja, aber wenn Sie, beziehungsweise Ihre ja, Manager... Ich war nicht so gutmütig, aber ich meine... Nein, also gut, geschenkt, glaube ich. Nein, nur wenn Ihre Manager und Sie eine Halle mieten, um etwas zu bieten, und dazu gehört doch, Sie uns. Tun es doch... Ja, aber Sie tun es doch für das Publikum und dieses Publikum bezahlt. Ich gehe nicht davon aus, dass jemand bewusst stört. Man tut das logischerweise, das Publikum. Sonst kann man sich ja auch alleine zu Hause onanieren. Verstehen Sie? Das ist ja lächerlich, nicht? Ja, aber das Publikum muss doch die Möglichkeit haben, das, was es... Nein, das Publikum hat nicht die Möglichkeit zu stören. Das ist ein ganz großer Irrtum. Aber es soll doch dieser kommen. Dieser Irrtum ist zu ungeheuer aufgeblasen nicht geworden. Nicht stören, Herr Kinski. Weil die Leute nicht stören. Und außerdem sehen Sie, ich habe Ihnen ja vorhin gesagt, es gibt Beweise. Die 99% der Leute, alles erwachsene Menschen, wenn sie wollen, auch Kinder, alles, was sie wollen, alle Altersstufen, aber auch ein großer Prozent erwachsener Menschen, die auch ein ganzes Leben hinter sich haben, verstehen Sie? Ja. Die auch jemanden respektieren. Diese Leute haben sich fantastisch benommen. Wer hat nun recht? Der da, weil er einen Bart trägt? Oder die anderen? Aber der hat doch zunächst, es hat Sie gestört. Ich habe in Hamburg eine Vorstellung gehabt, im Ding da, zum Theater. Da haben die Leute im Zuschauerraum sich blutig geschlagen, gegenseitig. Und zwar, weil ein paar Leute gestört haben und die Vorstellung hat 2 Stunden lang unterbrochen worden. Ich wollte nach Hause gehen und sie ist morgens um 12 oder morgens um 1 oder um 1:30 war die Vorstellung zu Ende, weil die Leute absolut wollten, dass nachdem die Leute rausgeschmissen worden sind. Das heißt also, es ist ja einfach lächerlich, wenn wir jetzt darüber diskutieren, wer Recht hat. Nicht der Masse wegen, sondern dass also 99% der Menschen, die ich habe erreicht in Wien, dass bei der Callas und bei der Tebaldi haben die Leute die Oper verhustet. Bei mir haben sie nicht gehustet, weil ich gesagt habe, wenn ihr nicht aufhört zu husten, gehe ich nach Hause. Mein Geld habe ich bereits. Und die Leute haben nicht gehustet bei mir. Verstehen Sie? Ja, das verstehe ich. Herr Kinski, das verstehe ich durchaus. Also, da gibt es ja Hustenbonbons, nicht? Aber nein, das verstehe ich durchaus, dass Sie das stört, dass die Leute husten. Das ist überhaupt keine Frage. Ja, stört aber die Leute, ich akzeptiere es einfach nicht. Aber die Leute müssen doch was anderes dürfen, als nur das zu tun, was Sie sich vorstellen, nämlich zu applaudieren oder die Schnauze zu halten. Ah, nein, die sind ja nicht zu mir. Ich habe ja nicht gesagt, kommt, lasst die Kindlein zu mir kommen. Habe ich ja nicht behauptet. Verstehen Sie? Ich habe überhaupt nicht gesagt, sondern das ist normal, wenn Sie irgendwo eine Vorstellung haben, dass jemand sich ein Billett kauft und dafür bezahlt, logischerweise, wenn er andere. Weil wir nicht von der Heilsarmee sind. Also außerdem, und dann hat er da zu sitzen und sich auch den anderen gegenüber neben ihm anständig zu benehmen, nicht? Ist doch ganz klar, oder? Oder gibt es darüber auch noch eine Diskussion? Nein, darüber gibt es keine Diskussion, also, darüber gibt es vielleicht eine Frage, aber es muss doch möglich Fragen sein. Fragen gibt es ununterbrochen, endlos. Eben, und zeitweilig... Fragen, von morgens bis abends, ich frage auch ununterbrochen. Eben, zeitweilig, insofern muss ich Kommt das zwischendurch auch... Kommt nur darauf an, wer einem deine Antwort darauf gibt, nicht? Auf die Fragen und ja, vor allem, ob die Antwort befriedigend ausfällt. Eben, das Jeder ist ja hat, genau das Spiel, was wir gerade probieren. Ja, das Spiel, das ist aber ein solches Scheißspiel, weil da kommt man nämlich nie zu einem Resultat, weil das können Sie fragen bei allem. Das ganze Gesetz ist ja so aufgebaut. Hier kommt ins Gefängnis, wenn Sie mit einem 12-jährigen oder 14-jährigen Mädchen schlafen, im Orient verheiraten Sie sich mit 11 Jahren. Was ist das für ein Unsinn? Jeder versteht alles auf der Welt falsch. Deswegen ist das, was Sie wahrscheinlich auch zumindest aus ernsthaften Unterhaltungen, Interviews vielleicht herausgefunden haben, wenn Sie das mal zu Gesicht bekommen haben. Vor allen Dingen in Frankreich nimmt man das ernster, wo also jedes Interview wirklich einem Spaß macht, weil die Leute wirklich danach suchen, sich mit einem zu verständigen und nicht immer irgendwo herumbohren in irgendwelchen Müllkästen. Verstehen Sie? Herr Kinski, obwohl wir das Ganze auf Deutsch tun im Augenblick, bemühe ich mich, nichts anderes zu tun, als von Ihnen was rauszukriegen. Ja, wirklich. Na ja. Es ich meine, wir können das jetzt versuchen, weiter auf Ich will damit nur sagen, die Interpretation von Dingen, die Sprache, verstehe ich. Ich will damit sagen, in diesen Interviews habe ich
immer wiederholt und weil er mir immer klarer wird und immer mehr Teil von meinem Leben wird, die Frage, das heißt die Erkenntnis, dass die Sprache das Gefährlichste ist, was es überhaupt gibt, ist ganz egal, welche Sprache Sie sprechen. Das Missverständnis ist so permanent, ununterbrochen, da sind Sie in unserer ganz simplen Unterhaltung. Verstehen Sie? Ja, aber immer ich... mit Nasenbohren und hinten rum und es ist alles so sinnlos. Ja, aber Sie sagen, die halten sich mit mir ununterheimlich lange auf über Dinge, die eigentlich kleine Kinder längst wissen. Dass man eigentlich, wenn sie in dem und dem entsprechenden Milieu aufgewachsen sind, man stört den anderen nicht. Verstehen Sie? Störe ich Sie? Nein, man stört den anderen nicht. Wir sprechen über eine Vorstellung. Die sagen, die Leute haben doch recht und dürfen doch und müssten doch. Ja, was denn noch alles? Ja, aber es mag doch sein, dass wir unterschiedliche also, Vorstellungen haben. Wie das so üblich ist heute, man darf also Autos umstürzen und sie anstecken und so. Ja, wer sagt das? Sie? Ich nicht. Ich sag das nicht, aber man macht es. Wo auch immer drehen Sie sich doch um. Sie lesen, ich lese keine Zeitung, aber Sie müssen es doch wissen. Ich bin überzeugt, dass Sie Zeitungen lesen. Aber woher wissen Sie es, wenn Sie keine Zeitungen lesen? Ich sehe es auf der Straße. Ich sehe es, wo ich bin, in Paris, überall. Verstehen Sie? Ich habe nur gesagt, kommt mal einer mir zu nahe.